Moin Freunde, wir haben uns heute mal wieder versammelt, um etwas Neues zu lernen. Und zwar sind wir beim Thema Brustschwimmen jetzt gerade voll drin. Wir werden uns heute um die Armbewegung gucken. Moin Freunde, wir sind ja jetzt gerade voll dabei, Brustschwimmen zu lernen. Ich kann es ja schon, ihr vielleicht auch, einige vielleicht noch nicht. Und für diejenigen ist das Ganze jetzt natürlich erstmal. Wir machen das Ganze in der groben Form. Wir gehen noch nicht auf irgendwelche Feinheiten ein. Wir wollen das Ganze erstmal von Grund auf an lernen. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Schwimmhalle und gucken uns das Ganze an Land an, wie die Armbewegung aussehen sollte. Da ist für den einen oder anderen auch noch ein bisschen was Spannendes dabei. Für wen auch immer das jetzt nicht so interessant ist, trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen und das Video bis zum Ende auch durchschauen. Und genau, wir gehen jetzt in die Schwimmhalle. Erstmal an Land, dann ins Wasser. Viel Spaß mit dem neuen Video. Ihr sucht euch wieder eine Bank, einen Tisch, legt euch da drauf, sodass der Oberkörper bzw. die Arme sich frei bewegen können. Und dann übt ihr die Armbewegung. Mal schön langsam in Slow Motion. Ihr beginnt mit den Händen vorne, zieht dann das Wasser nach hinten. Achtet darauf, dass die Fingerspitzen beim Ziehen nach hinten auf den Beckenboden zeigen. Lächelt dabei schön. Wenn die Oberarme dann eine Gerade bilden, ist es Zeit, die Hände wieder nach vorne zu führen. Also jetzt langsam gleiten erstmal. Hände sind noch vorne. Ihr bereitet euch immer noch darauf vor, zu ziehen. Hände nach außen, nach hinten wegziehen und jetzt die Arme nach vorne. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen großen Ball, um den ihr rumgreifen wollt. Ihr zieht das Wasser mit den Armen nach hinten weg und führt sie dann ruckartig wieder nach vorne. Und durch dieses ruckartige nach vorne führen, das sieht man hier ganz schön, katapultiert ihr euch auch nach oben, um einatmen zu können. Unter Wasser ist natürlich wieder ausatmen, aber das erkläre ich euch nochmal in aller Ruhe. So sieht die Bewegung dann im Wasser aus. Wasser nach hinten wegdrücken, ruckartig die Arme unter dem Körper zusammenführen, dass sie nach oben kommt zum Luftholen und dann schnell wieder in die Arme nach vorne. Das ist alles. Viel Spaß beim Üben. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch heute wieder einen Daumen nach oben da. Abonniere auch meinen Kanal und aktiviere die Glocke, falls du noch nicht gemacht hast. Und wenn noch Fragen offen sind, einfach gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Auch nicht vergessen, das Video zu teilen.